Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also hier natürlich, aber was da gerade so anstand. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, was da noch ansteht. So, also ich mache mal das Inventar auf. Aha, genau, das kommt mir bekannt vor. Das ja, Feenzauber, Automatisierungszauber, angeknabberter Notizblock, lose Buchstreifen, Buchseiten. Papierstreifen hatten wir ja schon, damit haben wir ja die Flamme angemacht, genau. Ja, hier, betrachte die Eingangstür, das haben wir auch schon gemacht. Ich weiß, solange jetzt ein bisschen... Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und dem Direktor Bescheid gegeben habe, kann ich hier nicht raus. Ich will ihm und der Ratsvorsitzenden keine Chance geben, mich als schlechte Wahl des Erzmagiers dastehen zu lassen. Ja, okay. Ich drücke immer zu schnell auf die Taste. Da fängt er schon an zu sprechen. So, ich habe einen Hinweis bekommen, nämlich mit den Münzen und der Tür hier. Das müsste irgendwie knappen. Man muss eben einfach alles ausprobieren, was geht, auch wenn es noch so unsinnig erscheint. Was macht man mit der Münzen und der Tür da? Also, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Doch, macht es. Theoretisch jedenfalls. Wenn ich eine Münze in den Türspalt auf der Seite mit den Scharnieren stecke, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Erledigt. Und der Hausmeister hat nichts bemerkt. Okay, ja schön, aber wozu ist das gut? Entfernen die Münze aus der Tür. Nö, die lassen wir jetzt da drin. Dann vielleicht doch nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht geht das ja jetzt. Hallo. Alter, muss er ständig nerven? Okay, ja, also es geht. Und ja, wir sagen ihm auch gleich, dass da eine Münze in der Tür steckt. Ich glaube, da steckt eine Münze in der Tür. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Hast du die Münze da reingesteckt? Nein. Ich hasse es, wenn die Türen blockiert werden. Ah, oh, Moment mal, das sind ja Schlüssel. Und die kann man sogar nehmen. Und die Besen? Nee, den kann man nicht nehmen. Jetzt fummelt er da an der Tür rum. Ja gut, hier. Ein großer Schlüsselbund. Vermutlich sind das alle Schulschlüssel, die es gibt. Ja, dann hin da und mitnehmen. Die kann Nein, man doch immer brauchen. Das wird nichts. Der Schlüsselbund ist an seinen Gürtel geknotet. Er würde mich bemerken, wenn ich hinter ihm stehen und an seinem Gürtel herumfummeln würde. Kann man den wegzaubern oder so? Verfluchte Schüler. Was? Jetzt dreht er sich wieder um. Ja, er wird das nochmal machen. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Ach so, okay, dann müssen wir also nochmal eine Münze da reinstecken. Okay, machen wir das nochmal. Nee, entfernen nicht. Hier, so, jetzt. Das ist so eklig. Mit dem Besen da. Oder Wischmopp, oder was das ist. Hallo. Alter, muss er ständig nerven? Ja, da ist schon wieder, schon wieder eine Münze in der Tür. Schon wieder nicht öffnen. So, und jetzt hier. Da, mit dem Zauberstab. Nö, tut sich nichts. Oder das da. Hallo, nehmen. Nee, oder mit dem Blasebalg. Nee, auch nicht. Oder hier, der Kobold. Halt, Kobold auswählen. Ja, das geht, eventuell. Auf keinen Fall. Den anderen Kobold hat er zu Matsch gehauen. Ja. Ich will nicht, dass meinem kleinen geflügelten Freund etwas Schlimmes passiert. Ja, dann nimm die doch einfach so. Ein großer Schlüsselbund. Ja. Löse den Schlüssel. Nee, jetzt hat er die Münze rausgefummelt. Nee, aber dann kommt ja auch wieder, dass er das nicht macht. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Naja gut, also ich habe noch einen weiteren Hinweis bekommen. Und zwar hier für das Lehrerzimmer. Wir müssen nochmal, glaube ich, mit dem Bloch sprechen. So, Bloch. Rede mit Direktor Bloch, es geht, so wie es aussieht. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Aha, ich habe den Hausmeister toll kennengelernt. Ja, okay, nochmal die Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Genau. Ja. Welche sind's denn nun?
Oh Gott. Oh, das ist ja eine ganze Menge. Okay, gibt es hier irgendwo Putzutensilien? Wenn ich die Eingangshalle schon reinigen soll, gibt es dann wenigstens brauchbare Putzutensilien hier? Der Hausmeister-Troll wurde entsprechend versorgt. Fragen Sie ihn. Er will mir nichts abgeben. Sie sind Professor, er ist Hausmeister. Setzen Sie sich durch. So, leichter gesagt, alles getan. So, die Spinnweben in der Eingangshalle. Die Spinnweben in der Eingangshalle hängen sehr hoch. Und? Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen. Aber ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnom. Das kann keine Entschuldigung sein. An die Arbeit. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kann ja der Troll machen. So, die Kobolde. Ja, genau. Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Gute Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dem Ungezieferbefall? Aus, vielleicht waren sie geschäftlich in der Stadt und haben sich verflogen. Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Wem ich wohl schlecht aussehen lassen in meinem neuen Job. Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Also, eigentlich war ich das ja. Schon, aber wer hat es Ihnen befohlen? Na, sehen Sie. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Naja, so, hier, dann, Kaminreiseplan. Wegen des Kaminreiseplans da drüben. Ja. Darauf sind für diese Schule gleich mehrere Kamine eingezeichnet. Natürlich. Große und wichtige Gebäude können mehr als nur einen Zugang zum Kaminreisenetzwerk haben. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek zu sein. Guter Gedanke, Wetterquarz. Untersuchen Sie das. Bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre, braucht man für die Benutzung des Netzwerkes nicht ein spezielles magisches Pulver? In der Tat. Man benötigt extrem seltenes und wertvolles Kaminreisepulver. Nur hochrangige Staatsbedienstete erhalten kleinere Mengen davon. Danke. Wetterquarz, haben Sie mir nicht zugehört? Nur Beamte höheren Ranges erhalten etwas für den persönlichen Gebrauch. Aber ich dachte, ich soll die verschwundene Bibliothek finden. Natürlich, aber doch bitte ohne mein Kaminreisepulver zu verschwenden. Ja, das wird sich ja wohl nichts machen lassen. Ah, ja gut, vielleicht kriegt ihr ja doch was, ne? Ohne Ihr Kaminreisepulver wüsste ich nicht, wie ich in die verschwundene Bibliothek kommen soll. Das ist Ihr Problem. Ich stelle die Aufgaben, Sie lösen sie. Oder versuchen es zumindest. Ja, man muss schon auch Aufgaben stellen, die lösbar sind, ne? Okay, mal was anderes, aber das müssen wir doch kriegen. Irgendwie brauchen wir das. Was ich noch wollte. Das Kaminreisepulver. Naja, gut. Ja, wir kriegen das schon nochmal. Jetzt machen wir mit dem Troll mal weiter. Ich habe den Hausmeister-Troll kennengelernt. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Trolle sind missmutig, langsam und unverschämt. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wir müssen damit leben. Immerhin konnten wir einen guten Vertrag aushandeln. Wie meinen Sie das? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten oder Schüler sprechen, sofern er nicht explizit dazu aufgefordert wird. Ah, ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, aber was noch? Hier, da. Warum haben so viele Zettel auf ihrem Schreibtisch ein kleines Loch in der Mitte? Interessant. Warum haben so viele der Zettel auf ihrem Schreibtisch ein Loch in der Mitte? Das ist die Luftpost. Man steckt die Nachricht auf den Schnabel der Brieftauben. Kein optimales Verfahren. Erstens hat man zwangsweise Löcher im Papier und zweitens fliegen die Tauben laufend gegen Felswände. Ich glaube, dafür gäbe es eine einfache Lösung. So? Man könnte die Briefe einfach direkt auf die Tauben schreiben. Solange es weiße Tauben sind und man schwarze Tinte benutzt, müsste der Text gut zu erkennen sein. Kein schlechter Gedanke. Nur macht das die Archivierung schwieriger. Tja, so ist das nun mal. Und andere Leute können das lesen, wenn sie die Taube fangen. Also wahrscheinlich doch keine so gute Idee. Okay, was haben wir noch? Aktenpflege. Ein gemeinsames Hobby von uns. Ihnen scheinen Akten sehr wichtig zu sein. Ordnung ist sehr wichtig. Akten sind ein Werkzeug dafür. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter.
Hm, löblich. Vielleicht können Sie dann hiermit etwas anfangen? Zaubersprüche haben in meinen Akten nichts zu suchen. Archivieren Sie ihn, Herr Kollege. Gern. Wir haben also einen Zauberspruch wegen der Aufgabe. Ja gut, lassen wir das mal. Und das Kaminreispulver, wie kriegen wir das denn? Wir machen uns erstmal wieder an die Arbeit. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Ja, immerhin ein bisschen was. So, da. Betrachte den Zauberspruch. Ein Zauberspruch? Jemand hat an den Rand eine Notiz geschrieben. Direktor Pinkerton. Dieser Zauberspruch kursiert momentan in der Schule. Er öffnet Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen. Es gibt fast keinen Schüler oder Lehrer mehr in der Schule, der hochgezogene Hosen vorzuweisen hat. Wir müssen dem dringend Einhalt gebieten. Wie es scheint, lässt sich Magie nicht nur für ernsthafte Dinge einsetzen. Ja, so sieht's aus. Okay, gut. Also ich gehe mal davon aus, dass wir damit hier das hier aufmachen können. Wir könnten es ja mal versuchen. Aha, der Pfeil ist rau. Also das kann ich über das ganze Ding hier machen. Ja, okay, gut. Ich glaube nicht, dass das geht. Der Zauber öffnet Schlaufen, Laschen, Haken und Ösen. Solche Sachen. Aber versuchen kann ich es ja. Ja, eben, genau. Wie vermutet. Es gibt sicherlich einen anderen Zauber, der Schlösser öffnet. Ich will das auch nicht so glauben, dass das mit dem nicht funktioniert. Kann ich damit irgendwas machen? Aber und mit der Notiz am Rande, war da irgendwas? Zum Öffnen von Laschen, ja. Knoten, Schleifen und dergleichen. Ja, genau. Aber mehr ist da jetzt nicht. Mit dem Zauberstab da drauf? Oder habe ich das gerade ausprobiert? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das geht wohl auch nicht. Das... Ja, ins... Verbrenne den Zauberspruch? Nein, niemals. Oder sollte das das Richtige sein? Nee, aber kann ich das mit den anderen auch machen? Nee, also ja doch, vielleicht schon, aber... Oh nee, das will ich aber nicht ausprobieren. Und das da? Lege den Plan in den Kamin. Nee, das ist mir ein bisschen zu riskant. Also das Spiel wird es sicherlich nicht zulassen, aber... nee. Ich kann mich ja nochmal um die Münze da kümmern. Ah, Moment mal. Ah, den brauchen wir für den Schlüssel. Ah, jetzt kapiere ich das. Ja, ach man, das war jetzt... ich glaube, das war ein bisschen zu offensichtlich, aber... Naja, ich habe es nicht kapiert. Aber jetzt. So, also nochmal eine Münze da in die Tür. So, Münze. Ja, Wilbur, wieso gehst du da hinten hin? Da sollst du doch gar nicht hingehen. So, hier, Münze in die Tür. Okay, so, jetzt mit dem Troll reden. Und dann sollten wir an den Besen da kommen in dem Schrank. Hallo! Alter, muss er ständig nerven? So, der Bloch. Ach so, oh, dann. Da fragen wir doch erstmal das hier, genau. Oder sagen vielmehr. Direktor Bloch hat ausdrücklich angeordnet, dass du mir etwas von den Putzutensilien abgeben sollst. Aha! Also, tust du es? Klar! Dann gib her. Natürlich. Du veralberst mich, oder? Nein. Egal, was ich tue, du gibst mir nichts zum Saubermachen, oder? Doch. Ich werde mir selber einen Besen besorgen. Ah, das war also nix. Na gut. Ah, ich weiß nicht, warum will er nichts hergeben, ne? Also, naja, egal, so. Da ist schon wieder eine Münze in der Tür. Wir kriegen das schon. Die Tür lässt sich schon wieder nicht öffnen. So, jetzt aber. Das hier und da. Jetzt aber schnell. Ja, genau. Omnia nunc aperuero. Na also. Und er hat nichts gemerkt. Und er hat immer noch nichts gemerkt. Okay, los, nimm den Schlüsselbund. Und das direkt vor ihm. Okay, gut. Klassenzimmer, nee, dahin. Was steht denn da zum Schlüsselbund? Nochmal schauen. Ist es nicht seltsam? Hausmeister haben immer einen Universalschlüssel und den größten Schlüsselbund. Ja. Stimmt.
Fällt mir auch gerade auf, ne? Aber der Universalschlüssel passt vielleicht doch nicht für jede Tür und für jeden Schrank und sonst was. Okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Schlüssel und damit sollte das jetzt aufgehen. Und dann kriegen wir den Besen. Einer dieser Schlüssel müsste doch passen. Ja, also. Dann probieren wir mal aus. Ja, ausprobiert. Ach so, ist offen. Okay, ich kann den Besen nehmen. Ja. Was sind das für Geräusche, Professor Wetterquarz? Ich habe nur einen hässlichen Fleck von unserem Schaukasten entfernt. Die Erfolge unserer Schule sollten für alle Welt als leuchtendes Beispiel zu sehen sein. Gut gesprochen. Okay. Wir betrachten nochmal den Schaukasten. Es fällt niemandem auf, dass der Besen fehlt. Ich stelle ihn zurück, sobald er seinen Dienst getan hat. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Aber dann soll er jetzt erstmal seinen Dienst tun. In der Eingangshalle. Bei dem ganzen Dreck, der da festgetreten ist und bei den Spinnweben. Na, wenn es denn geht. So, schauen wir doch mal. Erstmal bei den Spinnweben. Oh, geht dann. Geht nicht. Aber hier. Den Fußboden fegen. Und vielleicht kriegen wir dann die Würfel. Also gut. Ärmel hochgekrempelt, ein Lied auf den Lippen und los geht's. Wem mache ich was vor? Der Dreck ist festgetreten und löst sich kaum vom Boden. Der Besen ist unhandlich und die Halle ist groß und ich hasse Putzen. Es würde Stunden dauern, bis ich fertig bin. Es muss eine bessere Lösung geben. Eine bessere Lösung. Also ich finde diese Lösung eigentlich ganz gut. Jetzt schmeißt du den Besen dahin. Okay. Aber vielleicht kann er ja mit einem vernünftigen Zauberspruch selbst fegen. Moment, Automatisierungszauber auf den Besen. Verzaubert er den Besen, genau. Mal sehen. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Ja, siehst du, wie das geht. Ja, schön. Gut, der Besen macht jetzt da die Arbeit, aber an die Spinnweben kommen wir da nicht dran. Okay. Ja, wir brauchen noch dieses Kaminreisepulver da. Wir lassen den Besen jetzt einfach mal das machen. Schauen wir mal. Er hat doch Lehrzimmer. Ja, das ist richtig. Was haben wir denn da noch im Inventar? Schlüssel... Öffnen Zauber. Ha, vielleicht für die Dose oder so. Ich gehe da mal ein bisschen hin. Das tut sich aber nicht. Okay, wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht geht das dann. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Was war das denn? Hat er da was gesagt? Das hat sich wie ein Wassertropfen angehört. Ja, das Inventar ist jetzt ja leider weg, ne? Wegen der Aufgaben. Ja. Das Schmutzproblem. Ah, okay, das ist ja gut. So gut wie? Keine halben Sachen, Herr Kollege. Ja, da war der Ton jetzt gerade ein bisschen anders, auch bei ihm hier gerade. Ja gut, kann ich nicht ändern. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber gut. Was ich noch wollte... Und zwar das Kaminreisepulver, aber ich kann nur mit ihm sprechen jetzt. Wegen der Aufgaben. Ja. Ach, hat sich erledigt. Ja, okay, gut. Ach, doch nicht. Ja, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Ja, gut, immerhin. Also da... Moment mal. Jetzt kann ich das betrachten. Oder zumindest betrachten. Na gut, machen wir das mal. In dem Döschen befindet sich vermutlich genug Kaminreisepulver, um mich 100-mal in die Bibliothek zu bringen. Aber wie komme ich daran, ohne dass der Direktor etwas bemerkt? Ja, man muss ihn ablenken. Zum Beispiel mit dem Kobold. Zeit für ein wenig Ablenkung. Ja, genau. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. Jetzt bin ich aber gespannt. So, das wäre das. Als nächstes... Ah! Ah! Das! Ah! Weg! Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss.
ganz schlimm, Herr Direktor. Sehr gut. So, und der Kobold ist jetzt auch weg. Also zumindest auch im Inventar. Und wir haben das Kaminreisepulver. Ah, sehr schön. Okay, jetzt will ich aber nochmal eben nach dem Besen schauen, bevor wir das Kaminreisepulver anwenden. Wenn das denn so einfach geht jetzt. Ich hoffe jedenfalls mal. Ah, da, guck mal, der ganze Dreck ist weg. Er ist schon fertig mit dem Boden. Zumindest würde ich das als sauber genug bezeichnen. Wenn er noch sauberer wäre, würde nur auffallen, wie dreckig alles andere hier ist. Also gut, Besen, du kannst aufhören. Besen, das war's. Hey, stopp! Stopp, habe ich gesagt. Ja, ja. Die Geister, die er rief, die... Ich mögen nicht aufhören. Ich könnte da ein kleines Problem haben. Ja. Ja, du hast da auch eins. Okay. Was machen wir denn da? Festbinden? Nee, auch nicht. Öffnen, Zauber? Nee, aber hier, die Spinnweben müssen doch auch noch weg. Ja, der Öffnen-Zauber bei dem Besen, kann ich da überhaupt irgendwie dran? Feenzauber, Automatisierungszauber. Ja, vielleicht müssen wir den nochmal sprechen. Nö. ja, gut. Ja, schauen wir mal, wie es mit dem Besen weitergeht. Aber das machen wir in der nächsten Folge, genauso wie mit dem Kaminreisepulver. Ich gehe nochmal dahin. Oder vielleicht fällt dem Troll was ein. Ja. Okay, also nochmal zurück und dann fragen wir in der nächsten Folge den Troll, ob ihm was dazu einfällt. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden es ja sehen. Okay, so viel bis dahin. Wir sehen uns also in der nächsten Folge von The Book of Unwritten Tales. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.